Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg, nachdem wir in der letzten Folge unser Bike aufgepimpt haben, ein bisschen was gejagt haben, sind wir auf dem Weg, um natürlich das Gejagte abzugeben. Aber wartet mal. Hier muss ich noch mal ganz kurz gucken. Hier gibt es auf jeden Fall noch was Feines. Kommt man hier auch irgendwie rein? Ich glaube nicht, ne? Schade, hätte ja sein können. Ja, wir wollen zum Camp, um auf jeden Fall das gejagte Gut abzugeben. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir jetzt da hinkommen, ohne auf die Fresse zu bekommen. Unsere Maschine hat jetzt auf jeden Fall auch mehr Power, das merkt man auf jeden Fall. Händeln lässt sie sich auch besser als vorher. Auch mega wichtig, finde ich. Und das war ja auf jeden Fall vorher echt ein Krampf. Ja, auf die Freaker hier müssen wir aufpassen, wenn wir an denen vorbeifahren. Die können ihn auch vom Bike runterholen. Aber das wäre nicht so toll. Da vorne ist wieder der Minikarte ein Fragezeichen zu sehen gewesen. Da werden wir uns auch mal in den ein oder anderen Folgen drum kümmern. Aber wir wollen erstmal wissen, wie es weitergeht hier mit der Story. In der letzten Folge oder vorletzten Folge haben wir ja schon einiges erfahren, dass der O'Brien ja überlebt hat. Und dass eventuell unsere gutste Frau auch noch am Leben ist. Geschichte bleibt spannend. Ich glaub's ja eher weniger. Aber ich lasse mich gern eines anderen lehren. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Und ihr seht, wir haben hier wieder einige Strecken zu fahren, um nur wirklich zum nächsten Checkpoint zu kommen. Jetzt hier auf der Minikarte rechts wieder ein Fragezeichen. Okay. Gegner in der Nähe müssen wir noch erledigen, okay. Und wo ist denn unsere... Haben wir die Waffe gar nicht mehr? Hoffentlich haben wir jetzt keinen angelockt. Okay. Da kommt noch einer. Okay, die müssten wir jetzt haben, oder? Ich komme. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. Das ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh, ich war so gut wie tot. Verdammte Scheiße, Mann. Vielen Dank, oh Mann. Ja, konzentrier dich, mein Freund. Deacon St. John. Okay. Lauf konzentrier dich. Aber echt, mein Gott. Wir haben ihn gerettet. Gute Tat wieder gemacht. Wunderbar. Ach Gott. Hau nicht das Bike kaputt, Mann. Okay, wir müssen hier irgendwie umdrehen. Wir müssen hier runterfahren. Jawohl. So, wir haben jetzt natürlich auch Boost mit am Start. Also diese Lachgaseinspritzung. Alter. Nein!
Nein, nein, ich hatte gar keine Chance. Wo kamen die denn auf einmal her? Freunde, was ist los? Scheiße. Geilomat, ey. Plötzlich, bumm, alles voller Zombies. Heftig. Okay. Wo sind wir? Wir müssen in eine andere Richtung. Ah ja, gerade einen Schreck gekriegt, ne? Wahnsinn. Okay, jetzt hier links. Alter, wie viel hier rumkröchtern, ey, Wahnsinn. Okay, jetzt müssen wir da hoch. 700 Meter noch auf jeden Fall. Überfahren. 20 EP bekommen. Nice. Ah, und da haben wir kurz mal unsere Lachgaseinspritzung probiert. Ja, so viel Schub ist es jetzt nicht. Oben links wieder auf der Minikarte ein Fragezeichen. Das werden wir uns, wie gesagt, in den nächsten Folgen mal angucken, was es da so Schönes gibt. Oh yes. Könnte sein, dass wir jetzt natürlich noch mal bei den einen vorbeikommen, die wir gerade gerettet haben, dadurch, dass ich gar gestorben bin. War allzu schnell. Im Endspeed sind wir jetzt doch nicht mit der Maschine. Ich hätte gedacht, dass wir da durch das eine oder andere... dass wir da um einiges... Oh, warte. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil hier war die Ecke mit den Zombies. Auf jeden Fall viele unterwegs. Wahnsinn. Echt heftig. Wow. Okay, wir müssen die Rehe jetzt noch erschießen. Ganz ruhig bleiben. Hier, die Zombies haben dort drüben noch. Oh, das ist... Okay. Okay, schnell. Sehr schön. Okay, hier drüben haben wir auf jeden Fall noch ein Reh. Können wir hier noch direkt mitnehmen. Wurde zwar vom Zombie abgeschlachtet, aber scheiß drauf. Oder. Mit Hilfe der Zombies können wir hier auch einiges. Oh, da kommt noch einer. Moment. Den müssen wir noch kurz abschlachten. Okay, das Fleisch holen wir uns noch. Mega wichtig. Und das sollen wir jetzt zu Boozer bringen. Das ist natürlich cool. Dann sehen wir unseren gutsten Kumpel ja auch mal wieder. Und hier drüben ist auch noch eins und dann auf zu Boozer. Oh, fuck!
kamst du denn her, du kleines, mieses Mistvieh? Oh, da hinten ist noch einer auf der Lauer. Den auf jeden Fall. Okay, auf zum Bike. Nick, hörst du mich? Hast du den Heli gefunden? War es derselbe Kerl, den wir auf dem Dach gesehen haben? Ja. Genau der. Wusste er, wer wir sind? Sarah, was passiert ist? Ich weiß nicht. Sie mussten nach Süden. Er erinnert sich an sie, aber nicht an das, was passiert ist. Aber, warte, du glaubst nicht wirklich, dass er überlebt? Was? Nein. Ich meine, nein, hör mal, ich bin nicht blöd, Bruce. Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist und wo sie gestorben ist. Vielleicht findest du dann endlich. Ja. Einen Frieden. Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Bruce. Ich muss los, okay? Deacon End. Okay. Wenn wir mal noch nicht aufnehmen. Okay. Auf geht's zu Boozer. Ich hoffe, wir sehen ihn jetzt mal wieder. Okay. Alter, wie viele Mistviecher sind denn hier bitte, ey? Krass. Und vor allen Dingen jetzt durch den Regen ist so schwer zu sehen jetzt hier. Oh, warte. Alter, waren das viele. Hätte wieder drauf gehen können. Wahnsinn. Okay, knapp noch 700 Meter. Dann haben wir es geschafft. Ihr bösen Mistviecher. Ah, hier können wir. Das ist natürlich cool, ne? Dass man hier so durchswappen kann. Au. Oh. Müssen wir irgendeinen anderen Weg finden. Nein. Wow. Ja, Leute, ich könnte im Prinzip jetzt hier überall anhalten, um das eine oder andere aus den Autos zu looten, aber bei dem Regen und es sind so viele Viecher unterwegs, da lasse ich es lieber. Wir wollen ja hier nicht drauf gehen, ne? Oh, wir müssen auch uns beeilen, weil unser Motorrad wird gleich leer sein. Ich habe keinen Bock zu laufen. Oh, bitte nicht in der Zombie-Gegend hier. Nein, unser Motorrad ist direkt jetzt leer geworden. Ich muss es reinschieben, wie geil. Ich werde es mal direkt auftanken. Ist direkt gerade leer geworden. Wie geil ist das denn, ey? So, hier mal ein bisschen Sprit. Da ist Boozer sein Bike. Oh, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, es geht ihm echt gut. So, Bike auftanken. Gluck, 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 gluck. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wenn man dann irgendwann einen anderen Motor einbaut, dass dann im Prinzip Benzin nicht mehr so schnell verbraucht wird. Lass uns überraschen. Mal sehen, vielleicht ist das ja wirklich möglich. Oh, mal gucken, was der gute Boozer macht da oben. Oh, warte mal, hier haben wir noch Kerosin, sehe ich gerade. Können wir das gar nicht nehmen? Doch. Gucken, ob wir hier noch das ein oder andere finden, aber ich glaube, das war's auch schon. Kerosin brauchen wir natürlich, um unsere Molotow-Cocktails herzustellen. Dafür brauchen wir eine Bierflasche, brauchen einen Lappen und Kerosin. Und um Verbände herzustellen, brauchen wir im Prinzip einen Lappen und Sterilisierungsmittel. Ja.
Munition ist knapp, ihr wisst Bescheid. Und dann gucken wir mal, wie es unserem jüngsten Boozer da oben geht. Er braucht wahrscheinlich was zu essen und deswegen hat er uns gerufen. Nochmal schnell Munition nachfüllen. Da hat er gesagt, wir können uns ja da bedienen. Und dann sind wir hier auch auf dem neuesten Stand. Warte mal, was haben wir hier? Ach so, können wir entfernen. Aber da, für die Knarre hier, naja, kriegen wir wohl nix. So, mal gucken, was der gute Boozer macht. Hey, Boozman, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick, danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salz es gleich ein. Oh, ich hätte ja erwartet, dass vielleicht so eine kleine Zwischensequenz kommt, aber ist wahrscheinlich nur eine kleine Nebenmission gewesen. Schade eigentlich. Cool, ich will hier nochmal was schauen. Ach, das ist da unten. Na, okay. Waffenschrank. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Nahkampfwaffe. Unsere Axt ist nur noch zu 16%. So 16. Oh, warte, hier gibt es eine Flasche. Ja, hält bloß noch zu 16%. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da demnächst auch uns eine neue Nahkampfwaffe zulegen. Ihr seht schon, die Folge wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir hier überwiegend fahren. Das will ich euch ja eigentlich ersparen, weil ihr wollt ja sicherlich genauso wissen, wie es weitergeht. Genauso wie ich. Ich will es auch wissen, wie es weitergeht, aber wir sind hier gerade im Moment nur am Rumfahren von einer Mission zur anderen. Das ist halt der Nachteil bei so Open-World-Spielen, sage ich immer wieder. Ne? Dass man ja auch so viele Nebenquests hat, die man machen kann und halt doch überwiegend halt auf dem Bike oder mit dem Verkehrsmittel, je nachdem, wie man sich fortbewegen kann, unterwegs ist. Bei Red Dead Redemption ist es halt das Pferd. Bei GTA sind es die Autos. Bei GTA geht es eigentlich, finde ich, mit dem Hin- und Herfahren. So, wir sind jetzt hier an einem Lager angekommen, glaube ich. Aber wir müssen da wieder durch. 1,4 Kilometer. Aber ich glaube, auch in dem Game wird uns doch, gerade was die Missionauswahl geht, geht immer zur nächsten Mission. Man kann natürlich selber Hand anlegen und die Missions auswählen. Aber ich glaube, hier werden wir ganz gut durchgeführt durchs Game. Deswegen lasse ich es auch erstmal so und ja. Hier schöne Motel, wo wir praktisch die Infizierten ausgeräuchert haben in einer Folge. Das war da hier. Last will fall. Okay. Wir werden sicherlich dann auch mal die Schnellreisefunktion nutzen, denn wenn man infizierte Gebiete hier ausräuchert, so wie das Gebiet, was wir da hatten, dann kann man dorthin auch schnell reisen. Wenn man dann wirklich so weite Strecken wie ich jetzt hier fahren muss, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man dann natürlich auch Schnellreise nutzt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir in den nächsten Folgen so einige Schnellreisepunkte von Freegun befreien werden. Dass wir dementsprechend dann natürlich auch zu unterschiedlichen Gebieten schneller kommen, als ständig hier durch die Gegend fahren zu müssen. Geil, das war doch mal cool. Schön mit dem Booster rüber gesprungen. So. 270 Meter. Und dann sind wir angekommen.
wird Zeit, dass es auf jeden Fall wieder Tag wird hier. Kommt es auch so vor, als wenn irgendwie der Nachtmodus hier länger dauert als der Tagmodus. Geiler Jump. Nice. Oh, verdammt. Das hätten sie auch mal beseitigen können hier, ne? Ach, der Tür auf, du! Alter Pflaumensack. Wo wieder dagegen? Ich fahr überall gegen. So, es wird Tag. Finde ich auf jeden Fall cool, dass es hier einen Tag-Nacht-Modus gibt. Sorgt denn doch speziell für eine gewisse Atmosphäre, auch wenn man mal am Tag bzw. in der Nacht spielt. Wie geht's dir, Kleine? Sie lassen mich nicht gehen. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Okay, die gute Lisa will eigentlich weg, aber Tucker lässt sie nicht gehen, denn sie wird für die Arbeit gebraucht und das gefällt der Lisa nicht. Anscheinend. Aber hier ist sie safe, würde ich mal sagen. Lisa, hier bist du sicher. Hier kann dich kein Freaker ficken. Obwohl du es vielleicht willst, ich weiß es nicht. So, Tucker, was ist los hier, du alte Pflaume? Kann man hier irgendwie wieder was annehmen? Tucker, rede mit mir. Guck nicht so blöd, red mit mir. Hallo, sieh mal zu. Hör auf mit dem Mist. Aktueller Job. Hey, nein, nicht. Ich arbeite hier schon. Das hab ich gesehen. Verdammt! Was ist denn mit denen los da? Nicht! Ihr prügelt den hier zu Boden. Glaub's ja nicht. Also irgendwie kann ich bei ihr nichts annehmen, warum auch immer. Boah, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal unser Fleisch verkaufen. Geht's um dein Bike? Gucken, ob wir hier. Ich seh mich nur um. Reparieren? Spinnst doch wohl. Eine echte Spritschleuder. Ja, eine richtige Spritschleuder, so. Und reparieren tue ich doch alleine. Warum soll ich dafür bezahlen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Gut, dafür brauchen wir natürlich Schrottteile. Hey. Aber. Läuft's. Naja. So, hier können wir unser Öhrchen abgeben. Ich mache dir auf. Machen wir doch direkt. Na, alles verkaufen. Hey. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. So, und irgendwo können wir unser Fleisch sicherlich auch noch abgeben. Da drüben ist die wunderschöne Küche. Mal gucken. Alles verkaufen, je nachdem, ne? Ehrenfleisch? Und eigentlich, was ist das hier? Kraut? Okay, alles verkaufen. Mehr habe ich nicht. Ja, dementsprechend, so viel ist es nicht. Aber noch ein bisschen sollten wir jagen gehen, looten gehen, was auch immer. Damit wir hier im Camp auch gutes Ansehen haben und vielleicht auch das ein oder andere am Bike machen können. In der letzten Folge haben wir ja unser Bike hier schön aufgemotzt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und da geht auf jeden Fall noch mehr. Alter, was ist hier los, Alter? Der schlägt ihn hier zu Brei. Hat der eine Macke? Kann ich den auch schlagen? Nee, leider nicht. Hätte von mir mal eine Bud Spencer-Schelle bekommen. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal
die Story an. Was wir hier noch so Schönes machen können, ihr seht selber. Ich erinnere mich, wir hätten hier noch die Story mit der guten Sarah. Die haben wir gerade mal zu 22% abgeschlossen. Hier Jagd auf Leon zu 83%. Kopfgeld, Jäger haben wir so gut wie noch gar nichts gemacht. Ja, genauso Infizierungsbeseitiger. Patching Slag, infiziertes Gebiet. Ah, da haben wir drei Gebiete, die wir sozusagen von Zombies befreien sollten, um das halt zu komplettieren. Und dann haben wir hier dieses Hinterhalt-Camp, Jäger, Bier, Creek, Quellen, 14% und das Ende der Welt, Horse Lake, Neuro Control Punkt. Das sind halt diese aktiven Dinger, die wir hier machen können. Und uns können wir die natürlich auch auf der Karte anzeigen lassen. Und das sind alle Missionen, die wir jetzt bisher haben und die wir machen können. Ja, das muss ich mir mal ganz in Ruhe hier alles angucken. Ja, liebe Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lasst eine Bewertung, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge und immer dran denken, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao.